Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Tja, und beim letzten Mal haben wir genau vor ihr aufgehört. Sie muss das Dorf wieder verlassen, denn sie ist hier nicht willkommen bei den Seraphim. Und das müssen wir jetzt sagen. Aber sie darf sich noch vorbereiten, wurde zumindest gesagt. Tut mir leid, aber würde es dir etwas ausmachen, wenn ich noch ein bisschen länger bleibe? Von einem solchen Ort habe ich schon immer geträumt. Eine überwältigende Landschaft, wie aus einem Märchen. Tja, und ich muss aber erstmal in unser Haus reingehen. Also ich denke mal, dass es mein Haus ist. Und in deinem Zimmer auf das Mädchen warten. Moment. Da unten standen, glaube ich, noch welche, mit denen wir reden können. Das machen wir mal, bevor wir da reingehen. Und ich hoffe ja, dass jetzt nichts Schlimmes passiert in der Nacht oder so. Das wäre echt ein bisschen traurig hier. Komm schon, Saray. Jetzt vergiss doch mal deinen Gast und geh mit mir Stachelschweine jagen. Nein, mach ich nicht. Du hast das Mädchen also irgendwo in den Ruinen gefunden? Was sie dort wohl getrieben hat? Am Fuße des Berges liegt die Hauptstadt der Menschen. Sie muss wohl von dort gekommen sein. Was ich mich frage, sie ist ja so rübergehüpft, ne? Also, oder was ist mit ihr passiert? Das checke ich nicht. Sie lag ja auf der anderen Seite der Brücke. Das ist halt die Frage, ne? Wir speichern jetzt nochmal sicherheitshalber. Und dann gehen wir ins Haus. Da kommt sie. Glaube ich. Hey. Ach ne. Ach, der Handschuh, den wir gefunden hey, haben. Hey, wow. Is this crest what I think it is? Yep. This is the mark of the shepherd. I knew it. The chosen one who communicates with the Seraphim, controlling their incredible powers as if they were his own. The shepherd. Sound like your kind of thing? Maybe. I always thought that mankind's savior would actually look a bit more imposing. Be silent, Seraph beast! I shall not. Excavated relics aren't play toys. True. She certainly is taking her time. I'll see what's up. Wir sprechen nochmal mit ihm. Du bist der einzige Mensch hier, Saray. Sie kann uns nicht sehen. Vermutlich hält sie dich darum für ganz schön sonderbar. Ich schlage vor, dich nach Möglichkeit nicht verdächtig zu verhalten oder sie nervös zu machen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt schon ganz schön durcheinander ist. Das glaube ich halt auch. Ich meine, die denkt... Ich meine, hier ist ein Dorf, ne? Und sie denkt halt... Ja, weiß ich nicht, ob er verrückt ist. Ich weiß gar nicht, was sie denkt. Komisch. Und die haben wieder alle was zu sagen. Es wird allmählich kühl. Vielleicht solltest du sie zu dir nach Hause bringen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann haben wir sie ja auch die ganze Zeit einfach bloß da gesessen und sie angestarrt. Sie ist wirklich sonderbar. Sie sitzt bloß die ganze Zeit da und starrt auf die Landschaft. Achso, das war quasi die Antwort auf das andere. Und ja, dann sprechen wir direkt mal. Enjoy yourself? I sure did. But it's weird. I felt like I was being watched the whole time. Und Hunger hat's auch. Shall we eat? I'm sorry. I feel like I'm going to faint. Let's head to my place. Ist also wirklich seine Wohnung? Gosh, I hope we didn't worry him. Hm? Oh, nothing. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Okay. Welcome in. Ist schon ein bisschen seltsam, ne? Er wohnt da alleine jetzt, in ihren Augen zumindest. Erstmal eine Runde mampfen. Hey. Hm? So then, what's your hometown like? Well, I'm from the capital, Lady Lake, in the Kingdom of Highland. Lady Lake? Lady Lake? Like in the Legend of the Sacred Blade? You've heard of it? It was in the Celestial Record. The legend says the Lady of the Lake guards the Sacred Blade, and the one who draws it becomes the Shepherd, right? Yes. It was a lively and bustling town, blessed with bountiful water, rich in festivals and fine drink. War? Wait. Was? Well, it used to be.
Things must be hard for folks in the world below. Below? The land that lies beneath the mountaintops. I've never left home before. You've always lived here by yourself? Sounds to me like you're the one who's had it rough. Oh, let me help you get ready for your return trip tomorrow. You need anything? Bread, rations, stuff like that? That'd be great. If you have any tools or a sleeping bag, it'd be great too. Gotcha. Well then, first we'll need to do some hunting. I'll be your guide tomorrow. Thank you so much for everything. Good morning. Good morning. Come on! Hurry it up, Mikleo. We ain't got time to mess around. Yeah, I'll leave in a moment. Gramps gave me all kinds of things to take care of. I'm gonna be pretty swamped for a while. Bummer. Well, don't you worry about me, at least. Oh nein. Jetzt redet er wieder alleine. So, Ray, Gramps only wants... Yeah, I know. Mikleo! Maybe later. Sure. Das sieht schon ein bisschen bescheuert aus, ne? Für sie. Good morning. You sleep okay? Yeah, like a log. Been ages since I've done that. All right then, shall we? The prickle boars lurk to the left of the entry gate. It's an ideal hunting place. Got it. Warte mal, links vom vom Tor. Da waren wir doch schon. Das ist doch genau das, wo wir vorher waren. Das sind denn jetzt Stachelschweine oder was? Also da sind doch die Ruinen. Eigentlich. Naja, gehen wir einfach mal hin. So. Das wäre jetzt für mich links vom Tor. Ach ja, da hinten ist jetzt so ein Stachelschwein. Kann ich ja eigentlich auch nochmal besondere Infos erfahren. Such robust horns. Just like the dragons of legend. What, like in fairy tales? Or something else? Don't go near it. There's no telling how dangerous untamed beasts like those are. Ah, don't worry. We're friends. Oh, well, mostly. They did kick me 4 or 5 times when I was little. Your friends? Yep. Sometimes they give me milk, and I make cheese and yogurt with everyone. The mark of true friendship. Yeah, it's the best. Er macht also Milch und Käse aus den... Oh, da ist ein Stachelschwein. There's a prickle boar. So that's one, huh? Their meat is easy to preserve when smoked, and super tasty. And the skin has all kinds of uses, too. I almost feel sorry for it. Wanna leave? No, my spirit is prepared. Besides, I can't get this sort of experience back home. Okay. Here we go. Oh, Digga, fight gegen das Stachelschwein. Und da kommt noch ein anderes. Ich kann mich auch frei bewegen. Hey, pretty smooth move. Thank you. You're rather capable yourself. Lauf einmal rum. Und das letzte. Und Boots. War ich euch wirklich vom Nutzen, echt jetzt? Stachelschweinhaut 3-mal erhalten. Ausrüstungsfertigkeit von Soray erhöht. Okay. Guess we need a few more. Ja, das ist ja dann nicht das Problem. I don't see any around. You'll find him if you look. Okay, dann suchen wir jetzt mal die Stachelschweinchen. Also hätte ich nachher die Truhen auch noch finden können. Aber ich war trotzdem vorsichtig und dachte, ich sammle sie erstmal fix ein. Und da ist das nächste Stachelschwein. Oh, daneben. Boy. Machen wir erstmal schön das Stachelschwein fertig. Ich weiß gar nicht, so war blocken. Schön rauf. Und es ist
betäubt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich immer blocke. Oh, da bin ich wieder erwischt. Naja, egal. Und ich tot. Gut, so. Beide gleichzeitig. So. Der Spruch ist also immer gleich. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Oder ich weiß nicht, ob er mir irgendwann noch in den Sack geht, aber erstmal noch nicht. Dann suchen wir mal weitere Schweinchen. Und ja, das Angreifen in der Landschaft, das ist ja quasi so ein Kniff, damit ich früher angreifen kann. Und das ist das nächste Schweinchen. Gut. Focus, guys. Concentrate your attack. Ready? Strike. Blocken und Angriff. Blocken. Oh, ich bin gerade durch und durch schon. Und Boots, das ging fix. Levelausstieg für beide und sie hat ein neues Art erlernt. Und Stachelscheinschaut haben wir auch. Und neue Kenntnisse zum Titel-App. Okay, da müssen wir jetzt mal nachgucken. Artis-Einstellung, was hat sie denn hier? Blitzeinschlag, Schlangenschlinge, Dreifachstoß. Okay. Nächste Seite geht nicht. Interessant. Ich verstehe das mit den Artis noch nicht so ganz. Wenn ihr da aber Ahnung habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie das Ganze funktioniert. Und Objekte, Ausrüstungstitel kann man jetzt ändern. Momentan sind wir Schwertplünderer. Und hier sieht man außen, was das verändert. Minus 102 im Angriff. Dafür wird aber das andere erhöht. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Schwertplünderer. Kampfstiefel haben wir ja keine anderen. Sie hat Bernsteinstiefel an. Und auch sonst haben wir noch nicht wirklich Ausrüstung. Ich weiß gar nicht. Ach, sie hat Kampfmontur. Okay, dann passt es ja. Unterstützungstalente. Snack zubereitet. Okay. So, dann wollen wir noch ein paar Schweinchen jagen. Alleine, dass er Snack-Zubereitung als Talent hat. Schon ein bisschen abgedreht. Was ich jetzt aber gar nicht weiß. Ach, da ist das nächste Schweinchen. Ich laufe einmal ums Rum. Okay, das ist gleich hinüber, weil wir beide drauf sammeln. Und Nummer 1 ist weg. Nummer 2 folgt gleich. Und hinüber. Ah, perfekt. Das war's schon. Ah, den Stein habe ich ganz übersehen. Guckt mal, Leute. Ist das ein Monolith? So, schnelle Schritte. Wenn du mit X zur Seite schnell Schritt zur Seite machst, kannst du Angriffen von oben und Stechangriffen ausweichen und zugleich SK wiederherstellen. Dies nennt man rasches Ausweichen. Beides senkt die Angriffsfrequenz des Feindes, sodass du Gegenschläge setzen kannst. Unbezahlbar bei Feinden, die auf Angriffe von oben setzen. Wenn du mit schnellen Schritten SK auffüllen willst, musst du im letzten Moment ausweichen. Das ist ja das, was ich schon einmal geschafft habe gerade. Aber es ist gar nicht so einfach tatsächlich. Aber immerhin haben wir jetzt die Schweinchen erledigt, sind im Level aufgestiegen und gehen jetzt erstmal zurück zum Dorf. Und dann muss sie ja bald aufbrechen. Ich denke mal, da runter geht's dann. So. Hey, how far is it to Lady Lake? Let's see. I expect about 2 or 3 days. Really? I had no idea it was so close. But the forest at the base of the mountain is surprisingly easy to get lost in. Must be the power of Gramps' domain. Jetzt hätte sie eigentlich fragen müssen, what? Was laberst du? So, wir speichern wir jetzt einmal. Und ich weiß gar nicht, ob wir zum Haus rein müssen. Ja, aber scheinbar richtig. Wahrscheinlich grillen sie jetzt das Fleisch oder was auch immer. Oh, sie hat sogar in dem Bett gepennt. Sarai? Oh, did I wake you? Sorry about that. You're sure into that book, aren't you? I've read it countless times since my childhood. One day, I want to explore ruins all over the world. Everyone who's read the Celestial Records says that, and I'm no exception.
but sadly, now is not the time for some jaunt around the world. For several years now, the world has been plunged into a nigh-incomprehensible state of chaos. Chaos? Mysterious illnesses, incessant storms, people bursting into flames. Ouch. There are those that say, even the dead have begun to walk the earth again. Whoa, hang on. What are you talking about? You don't believe me? Or you think this is a joke? No, I... The situation is beyond grave. Huh? The chaos has caused abnormal climate changes all over the world. As a result, we are on the verge of enduring widespread crop death, famine, and starvation. And worst of all, are the rumors of governments planning to replenish their dwindling resources through war. It mustn't come to that. Can nothing be done? Who knows? There's nothing to hang on to but legends. Which is why you... Oh, never mind. I won't ask. I think I'm gonna just hit the hay here myself. Er liegt hier einfach auf dem Boden. Na gut, er ist ein Gentleman. Er überlässt ihr das Bett. Auch wenn sie sich da komisch drauflegt. Good morning. Good morning. You ready to get to work? We gotta make those rations and bags from the prickle boars we hunted yesterday. You got it. Afraid it isn't exactly super fun, though. Well, let me know when you're ready to start. Bin ich ready zu starten? Okay, ich rede nochmal mit den Leuten hier. Gucken nochmal, ob die irgendwas Neues zu sagen haben. Vielleicht können wir auch mal zum Opa nochmal gehen. Mal gucken, was sie sagen. Bilde ich mir das ein oder habt ihr wirklich zu viel Spaß? Dieses Wappen auf ihrem Rücken kommt mir bekannt vor. Wir sollten dafür sorgen, dass sie heil nach Hause kommt. Wir wollen doch nicht, dass jemand meint, Elysia sei ein Dorf voller hartherziger Widerlinge, oder? Aber wenn eh niemand weiß, dass da Leute wohnen, dann ist es doch völlig egal eigentlich, oder? Gehen wir mal zum Opi rein. Gucken, ob er noch da ist. Ja, da sitzt er. An seinem Lagerfeuer. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Schade. Na gut, dann gehe ich wieder raus. Können wir hier noch irgendwas durchsuchen? Ich weiß gar nicht, ob man... Truhen oder so hier durchsuchen kann, aber es sieht fast nicht so aus. Also es muss schon eine richtige Truhe sein und nicht normale Gegenstände. Dann laufen wir nochmal runter. Und ja, da vorne sind noch drei. Da steht auch noch jemand. Oh, haben wir auf jeden Fall noch ein paar zum Reden. Kommt sie aus der Hauptstadt? In dem Fall musst du ihr all die Weisheiten weitergeben, die wir dir über die Natur beigebracht haben, Saray. Es tut mir wirklich leid, Saray. Ich würde gerne helfen, aber sie kann uns nicht sehen. Wir würden uns nur erschrecken. Was? Da kann ich nicht widersprechen, ich muss rumlaufen. Keine Sorge, bei dir wird es ihr gut gehen, Saray. Schließlich warst du es, der sie hergebracht hat. Also ist das deine Aufgabe, dich um sie zu kümmern. Na, das habe ich schon fast vermutet. Okay, der ist im Haus, da kommen wir gar nicht ran. Ach nee, da steht er. Sie. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man Saray mit jemand anderem als Mikleo zusammen sieht. Stimmt, normalerweise rennt er wahrscheinlich immer mit seinem Kumpel umher. Oder sein Bruder oder was auch immer. Das werden wir hoffentlich noch erfahren. Und die beiden halten Ausschau. Lass dich nicht allzu sehr auf sie ein. Sonst wird ihr es Abschied nehmen. Nur umso schwerer. Diese Stachelschweine sind auch elisisch. Also ärgere sie nicht zu sehr, hörst du? Das muss ich dir zwar nicht erst sagen, aber Jungs geben gern ein bisschen an, wenn Mädchen in der Nähe sind. Ja, ganz unrecht hat sie wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich speichern muss. Eigentlich muss ich wahrscheinlich gar nicht so oft speichern, aber ich mache es halt einfach. Und ja, bevor wir jetzt mit ihr die Stachelschweine auseinandernehmen, ist die Folge auch schon vorüber. Die Zeit vergeht wie im Flug bei dem Game, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ich meine, wir haben ja jetzt ein paar Stachelschweine gekillt, noch ein bisschen was rausgefunden. Und er hat den Handschuh bekommen. Die Frage ist nur... Er hat ihn gar nicht mal an. Wo ist der? Liegt er vielleicht im Inventar? Ich gucke gleich nochmal in der nächsten Folge. Aber ansonsten schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt. Und dann sehen wir uns. Ciao.